ein bisschen Weizenmehl. Damit könnte man doch bestimmt jetzt irgendwas Weizenmehl einmal kochen. Ich hoffe, da kommt keine Asch raus oder irgendwas. Ich mal gleich noch ein neues rein. Kommt hier nur ein Weizenmehl bei raus. Das ist logisch, aber okay. Mehl müsste doch irgendwie. Also brauchen wir dann noch eine andere Zutat für. Müsste echt zu Brot werden. Brot. Sehr schön. Was wird da aus? Müssen wir das Brot noch mit einem Ei in den Ofen stecken. Und ein Eierbrot. Oh, hallo, Rudi Schnitzel. Willkommen im Chat. Wie geht's? Mir geht's ja gut. muss ja und so. Ich komme schon klar. Gerade gut, weil ich spielen kann. Ich darf eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Ich muss. Aber egal, ich hole mir 3 Eier. Kann man hier irgendwas verkaufen? Samen, die wir nicht brauchen. Das ist alles nichts wert. Und 450.000 für eine Quest. Alles wertlos. Zinkbarren. Das brauche ich auch selber. Ich meine, das werden wir auch irgendwann wieder brauchen, aber groß damit. Ach je, da müssen wir wohl noch ein bisschen durch die Da ist nicht leicht, wir verkaufen keine Nadel mehr. Leute waren gerade nicht so verrückt danach, wie ich angenommen hatte. Das war ziemlich hart für mich. Ich hatte mich für diese ganze Zitronen ganz schön verschuldet. Wenn die niemand will, stehe ich dumm da. Aber jetzt wird alles besser. Wir läuten ein neues Zeitalter ein. Der Aufstieg von Tomatensaft. Das Konzept ist dasselbe. Frisch geerntet, frisch gepresst. Falls du sonst nichts zu tun hast, könntest du vielleicht diese Lieferung für mich holen? Ein Lieferant wartet bei Profitgier GmbH. Ich habe Tomaten zu einem Spitzenpreis gefunden und diese Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Es wird die Sache wert sein. Selber Preis wie letztes Mal. Alles klar? Alles klar. Tomatensaftladen. Was für ein Saftladen. Als Profitgier GmbH können wir noch nicht hin. Das ist. Ein Drecksseil. Beschaffen wir Stanley erstmal sein Drecksseil. Und dann. 450.000 Gems. Wo soll ich die herbekommen? 70.000 habe ich. Ich
Und deren Haus müssen wir auch noch bauen. Wie geht's dir denn, Body Schnitze? Das Brot ist fertig. Zum Glück haben wir zwei und dann kann ich es mal versuchen. Habe ich noch einen Vierschlag. So ein Ei. Mein Brot geht nicht. Brauchen wir eine Bäckerei für oder was? Okay, ich koche mal einfach das eine Ei. Ich darf ein gekochtes Ei mit Brot. Das müssen wir auch irgendwie kombinieren. Nacht geworden. Junge. Ich warte hier mal ab. Wir können das Spiegel. Ne, wir können ja Brot nicht. Aber wir haben. Wir haben doch Brot. Wir haben Eier. Der gute Stanley, der ist doch ein Experimentierfreudiger. Der will doch immer, dass wir die Sachen ausprobieren. Okay, das geht nicht. Wir können es also nicht aufeinander stampfen. Irgendwas einschmelzen. Können wir nicht. Sollen wir sehen. Tja. Keine Ahnung, Stanley, was ich mit deinem. Was aus deinem Tricksei werden soll. Brot mit Ei. Dann muss ich mal wieder googeln. Stanley. Wie wird's geschrieben? Sei. Das ist nicht hilfreich. Okay, in Englisch heißt das Fake.
Fucking Hedge. Okay. Mysterious World. Faking Hatch. What the fuck? So give him an egg and this will complete the quest. Was? Er hat doch dieses Stanley meint, es sei rund, weil es uns schmeckt gut mit Toast. So könnte das sein. Wollt ihr ihm jetzt irgendwie einen Eiertoast machen? Wollt ihr ihm jetzt. Ein Ei wäre es gewesen. Einfach nur ein Ei. Stanley, du kleiner. Kleiner Wicht. Bleib nicht damit auf der Treppe stehen. Okay, erstmal was zu essen. Ich komme hier nicht raus. So ein Ei. Ein Ei, sagst du? Das kann nicht stimmen. Das ist kein Ei. Das ist ein Tricksei. So nennen. Oh Gott. Oh no. Oh Gott. Drecks. So nennt es sie zumindest meine Mama. Ach, jetzt komme ich erst. Drecks. Drecksei. Dieses Drecksei. Dieses. Oh je. Und so falsch geschrieben dann auch. Dieses Drecksei. Dieses dreckige Ei. Dieses. Das blöde Ei. Das Drecksei. Oh nö. Och, der ist doch zu süß, der Kleine. Meine Mutter nennt es immer Dreckseier. Immer wenn ich während des Frühstücks in die Küche kam und spielen wollte, hat sie Stanley fast das Drecksei nicht an. Manchmal war sie echt wütend. Oh. Nicht traurig sein. Das war nicht meine Schuld, ehrlich. Nein, das war es nicht. Ich habe Langeweile. Stanley hat Langeweile. Was kann man hier denn machen? Hast du was Gefährliches? Oh, gut, nein. Und das explodieren könnte. Du bist doch ein Erwachsener, oder? Wenn ein Erwachsener dabei ist, darf ich gefährliche Sachen machen. Ich finde, wir sollten einen Ort für coole und eventuell gefährliche Experimente bauen. Oh ja, na los. Das ist ganz schön da draufgänger, der Typ. Ich baue den Keller. Um dann im Keller mit einem Kind. Nein. Sprich's nicht aus. Ein Keller. Experiment. Ganz böse. Ich glaube, da müssen wir erstmal das hier Brett kriegen. Das nächste. Den Keller müssen wir bauen. Ich meine, das gesehen zu haben auf dem Brett. Da müssen wir das auch erst kaufen. Das ist irgendwo. Wir müssen ja eigentlich Geld sammeln für die eigene Quest. Wo soll man an so viel Geld rankommen? Du willst du was zu essen, ist klar. Das ist möglichst fleischig. Ja, stimmt, Fisch ist nicht Fleisch genug, verstehe.
Schnitzel haben wir keinen mehr. Und Fleisch im Topf. Aber Stanley, vorsichtig da oben. Was machst du? Wo gehst du hin? Ich möchte auch einmal Captain werden. Deshalb folge ich dir. Oh. Diese Umarmung. Oh, wow, das kennst du echt gut. Die haben eigentlich schon gegossen. Bauernhaus, die Schmiede. Ich glaube, die Schmiede kriegen wir auch mit dem Update von dem. Das heißt, wir müssen erstmal das Update des Bretts hier ansteuern. Ja, wir brauchen Geld, also los mit zu fangen. Geht's. Weizenmehl. Was, was? Der Mangel an Nahrung. Ja, okay, ist klar. Du brauchst was zu essen. Da geht's durchs Gestein. Und jetzt das nächste Gewittergebiet. Ich sollte mal einen Schluck trinken. Ich trinke gar nichts. Trinken ist wichtig. Oh nein, ich wollte nein drücken. Na gut, dann machen wir das nochmal schnell. Verdammt.
nein. Die abgeführten Blitz können wir auch verkaufen. Und dann auch. Geld ausgewinnen. Noch nicht mal 100.000. Das ist, also von 400.000 sind wir weit entfernt. Schon. Was ich nur brauche. Kann ja auch schief gehen. Oh, Knubbi-Brot wollen wir machen. Das geht ja, glaube ich, auch nicht. Noch Brot backen. Aus irgendeinem Grund können wir dann nichts weiteres draus machen. Wir nähern uns. Bei der Bushaltestelle müssen wir auch mal vorbeischauen. Jetzt wird es wohl wieder Nacht. Oh, Arturs Thema. Setzen und das Sternbild betrachten. Dann war Arturs Sternbild rechts, dann war die Schlange, Sommer. Gwen haben wir dort. Ach schön. Ach, sind schon angekommen. Sieh mal an. Ist da los. Neue Anfrage. Okay, da brauchen wir Quarzpulver und Zinkbarren. Zinkbarren haben 3, Quarzpulver schon 4. Haben wir die Schmiede und den Keller, genau. Kuhstall kriegen wir dann auch noch. Quarzpulver und Zinkbarren. Quarzpulver und Zinkbarren. Quarzpulver kriegen wir hier oben.
wecken nochmal die Leute wieder auf. Und da brauchen wir erstmal Quarz für. Müssen wir zu den Minen. Zinkbarren, Zinkbarren. Sieht so aus, als ob wir auch nochmal. Dann müssen wir nochmal in die Bergwerke. Wie gemein, im Schlafen. Und mal scheren. Gehen. Morgens wieder aufstehen. So, die Bergwerke, die waren doch hier drüben irgendwo. Da wollten wir jetzt sowieso hier hin. Fulgova. Da wird man diese Sidequest machen. Und da in der Nähe waren doch auch die Bergwerke. Passagiere aufwachen. Okay. Messer? Nee, das können wir nicht. Für oben haben wir noch nichts. Quarz brauchen wir. Quarz brauchen wir. Da steuern wir gerade sehr gut auf den Quarz daran zu. Und Zink brauchen wir. Quarz und Zink war das. Zink finden wir hier irgendwo. Kohle, Eisen. Okay, ist der Kupfer, der Quarzdrache.
Auf geht's. Schwarz für mich. Oh nein. Rechts. Warum ist das so klein hier? Sehe ich hier nichts mehr. Könnt ihr mal ranzoomen? Danke. Ich glaube, da haben wir jetzt genug Quarz gesammelt.